Variationsbreite von Fragestellungen, die dann ineinander vernetzt sind. Wir haben selten das eine oder das andere, sondern es finden sich Menschen, die durchaus anfällig sind für symbiotische Systeme. Intern, wenn die in ein symbiotisches System kommen, wird ihre Neurose voll zur Entfaltung gebracht. Jetzt kann man natürlich nur die Neurose therapieren. Aber es kann sein, wenn ich die aus dem System rausnehme, in ein System, das nicht symbiotisch agiert, dass diese Neurose sozusagen völlig die Energie verliert und die anderen Kompetenzen, die da sind, sich voll entfalten. Also die richtige Therapie ist dann oft einfach die Änderung der Passungsverhältnisse. Und wenn derjenige dann dort lernt, genügend stabil zu funktionieren, entwickelt sich die ganze professionelle Identität so, dass er dann, wenn er wieder in ein symbiotisches System käme, nicht mehr so anfällig ist, weil er mittlerweile weiß, wer er ist und Gütekriterien seiner Zunft genügend stabil in ihm verankert sind. Also auch bei der Frage, wie kann ich Entwicklung für Professionelle angemessen begleiten, ne? Die ja dann oft genug dann sich die härtesten Brocken als erstes suchen, beziehungsweise an der Psychotherapie ist das ja auch oft so, dass die Unausgebildeten die schwersten Fälle haben, weil die anderen gelernt haben, die auszusortieren. Und das ist im Organisationsbereich auch, dass die Unausgebildeten natürlich mit den verrücktesten Aufträgen konfrontiert haben, weil die anderen gelernt haben, die im Vorfeld zu identifizieren und entweder umzubiegen oder abzulehnen und lange genug im Markt sind, dass sie Alternativen haben, dass sie nicht alles fressen müssen, was man ihnen vorwirft. Und da haben wir auch eine Verantwortung, über angemessene Berufsentwicklungswege und Organisationsentwicklung, was kann gehen, was kann nicht gehen, da müssen wir im Laufe des Lebens urteilsfähig werden. Und es ist wichtig, dass wir das eben nicht psychologisieren, nicht nur psychologisieren, der berechtigten psychologischen Anteil durchaus berücksichtigen. Das habe ich jetzt eigentlich implizit schon gesagt, was ihr auf dem Chart findet. Die symbiotischen Kompensationsgeschäfte, auf die möchte ich auch nochmal besonders Aufmerksamkeit legen. Also das ist der Chef, der die Prioritäten nicht klärt und der Mitarbeiter lässt ihn gewähren, weil der Chef auch nicht genau nachguckt, wie die Spesenabrechnung und die Urlaubszeitbuchführung läuft. Und man würde natürlich gern den Chef damit konfrontieren, dass hier mal die Dinge transparent, offen, konfrontativ und verantwortlich gehandhabt werden. Dann müsste man sich bei der Gelegenheit aber eingestehen, dass man selbst da auch einigen Nachholbedarf hat und gar nicht unbedingt absichtlich. Man sieht, spürt die Zusammenhänge irgendwo intuitiv und unterlässt es dann lieber. Das kann mit sehr dumpfen Katastrophenfantasien, wenn ich das konfrontiere, fliege ich raus. Da kann wichtig sein, in der Beratung, in der Klärung mal nachzugucken, rausfliegen vielleicht nicht ganz, aber angenommen, es würden bei Ihnen die Verhältnisse im Haus herrschen, die Sie brauchten, um selbst gut arbeiten zu können, was müssten Sie bei sich dann angucken, sodass diese dumpfe Katastrophenfantasie umgewandelt werden kann in ein Verständnis von dem Preis, den man für Ordnung und Anstand bezahlt. Dann kann man sich besser überlegen, ist nicht von dumpfen Ängsten getrieben, sondern dann kann man sich überlegen, ist man bereit, den Preis zu zahlen. Und wenn man nicht bereit ist, den Preis zu zahlen, dann muss man sich aber auch nicht länger als Opfer gerieren, sondern dann kann man sich als Mittäter einstufen und sagen, damit leben wir ganz gut, so what? Schwierig wird die Sache, da komme ich zum letzten Punkt, das sind die symbiotischen Arrangements zu Lasten Dritter. Die Schwierigkeit besteht darin, dass unsere Welt so gebaut ist, dass sich sehr häufig in bestimmten Teilen der Welt, zu bestimmten Zeiten der Welt, welche untereinander arrangieren, sich auch noch fair finden und um Ausgleich bemüht untereinander und sich nicht eingestehen, dass das Ganze ein symbiotisches System ist, mit anderen, an anderen Orten, zu anderen Zeiten, die sich ja noch nicht mal wehren können gegen diese Art von gegenseitigen Ausbeutungsverhältnissen.
Und das dürfen wir nicht ausblenden, wenn wir zum Thema Symbiosen und Verantwortung arbeiten, weil es reicht mir nicht, dass jemand privat, persönlich, der verantwortlich ist, etwa für ein Handelsabkommen mit einem afrikanischen Land, um jetzt mal in die große Dimension zu gehen, dass derjenige lernt, für sich persönlich keine symbiotischen, psychologischen Deals in seiner Ehe zu machen und jetzt meint, dass er an der Stelle gut drauf ist, ohne dass er bei der Gelegenheit überlegt, und wie ist es mit meiner Verantwortung eigentlich in meiner Organisationsrolle als Vertreter der Organisation in größeren Zusammenhängen. Sonst ist eine Gefahr, dass die Psychologie im Kleinen romantische Nischen schöner macht und im Großen trotzdem eigentlich mit dazu beiträgt, fehlende Verantwortung in der Welt weiterzuschaffen. Und da bin ich geradezu empört. Natürlich ist umgekehrt auch richtig, jemanden, dem symbiotisch nicht viel gelernt hat, dem es nicht gut geht und so, ist ja auch nicht der Kompetenteste, die große Verantwortung zu übernehmen. Deswegen finde ich auch in Ordnung, dass da im Kleinen gut und richtig gearbeitet wird, aber dann nicht aufgehört wird. Oder ab einer bestimmten Phase auch Zug um Zug gearbeitet wird. Ich entscheide, dass ich mit jemandem jetzt nicht an der Verfeinerung seiner Selbstfindung arbeitet, wenn er nicht bereit ist, in seiner Organisationsrolle nach entsprechenden Kriterien sich auch aufzumachen. Dann ist meine Lebenszeit zu kurz, um ihm diesen kleinen Komfortdienst zu leisten. Geht für mich Richtung Prostitution dann. So, anrührend ist in der kleinen Blase, in der wir uns befinden, sein mag. Und das ist auch etwas, und die Transaktionsanalyse hat ja immer versucht, sozusagen die kleine, emotional-seelisch direkt begreifbare Dimension zu konzipieren und dort zu arbeiten. Das ist auch ein großer Verdienst. Und wir müssen den Horizont erweitern, wenn wir das gesellschaftsverantwortlich handhaben wollen, diese Systeme. Ja, diese Dinge habe ich jetzt alle schon implizit gesagt, diese Motive für symbiotische Beziehungen. Generell sagen wir ja, es geht um Aufklärung, es geht um Lernen, sich symbiotische Beziehungen zu vermeiden. Und da ist kommunikativ auch wirklich viel zu lernen. Aber es ist natürlich so, dort wo andere sich damit über normale Kommunikation nicht erreichen lassen wollen oder gar taktische Unverantwortlichkeit leben, aus reiner Profitsucht, da ist mit kommunikativen Mitteln dieser Art nichts zu machen. Da muss man dann schon mal die Aufsichtsbehörden rufen. Nochmal kurz die kleine Leiter. Das, was im Verantwortungssystem nicht stimmt, merke ich oft als im Unbehagen. Und dann ist wichtig, dass ich eben mich auch frage, ist das Unbehagen nicht ein, wenn auch sich noch nicht sehr erklärender Hinweis auf Fragen ans Verantwortungssystem, anstatt zu sagen, wie kann ich mit dem Unbehagen umgehen, habe ich vielleicht da ein Racket-Problem. Das heißt, ich kann dann mit Hilfe anderer lernen, ein Unbehagen mal probeweise zu gucken, wann tritt es auf, in welchen Zusammenhängen, um welche Bühnen geht es, um welche Stücke, um welche Zusammenhänge und könnte das Unbehagen, wann geht denn das los, was sind eigentlich die Vorläufer? Das Problem ist ja, dass wir sehr oft das Leiden, wenn wir an dem Leidenspunkt sind, das ist ja nicht der Entstehungspunkt, sondern die Entstehungspunkte sind sehr viel früher. Das zeigt ja dieses Spiel, da ist noch diese Response-Phase, also die scheinbar unverfängliches Umgang miteinander, aber dort werden die Weichen gestellt für das ungute Ende. Das heißt, ich muss lernen und zum Teil ergibt sich das nicht aus meiner Betroffenheit, sondern ich muss wirklich mit Grips die Sache zurückverfolgen, wann wurde das eigentlich angesetzt, welche Weichenstellungen haben eigentlich dazu geführt, dass wir am Ende dort gelandet sind, wo wir gelandet sind. Nur dadurch entsteht Steuerungsfähigkeit und von daher ist das Ganze für mich immer auch eine intellektuelle Sache. Es kann nicht nur aus dem Gefühl heraus beantwortet werden.
Ich will das jetzt hier nicht ausführen, um damit nicht zu lang zu werden, aber ihr seht jetzt hier zum Beispiel Begriffe, die wir aus der Ich-Zustandspathologie haben, wieder. Und die kann man dann wieder auch hier verwenden. Also statt Isolation eines Ich-Zustands, Fixierung in einem Ich-Zustand, kann man zum Beispiel auch von Verantwortungsisolation sprechen. Der Chef sagt, ich bin für die Rendite zuständig, alles andere geht mich nichts an. Oder Verantwortungskonfusion, dass sie überhaupt gar keine oder sehr wirre Vorstellung hat, was eigentlich die Aufgabe, unternehmerische Aufgabe, die professionelle Aufgabe von jemandem in einem bestimmten Kontext ist. Und generell die Erosion, da muss man auch sagen, das ist ja nicht immer Böswilligkeit, dass Leute Verantwortung nicht übernehmen, sondern die erzeugen ja immer größere Organisationseinheiten, oft ohne jede Not, aus reiner Größensucht oder Fantasie, dass das nötig wäre zum Überleben, sonst wirst du gekauft, wenn du nicht kaufst oder was immer. Dadurch entstehen komplexe Gebilde, die mit der ein Aufbau einer ebenso komplexen Verantwortungskultur einfach nicht standhält. Und dann im Laufe der Zeit schleifen sich Sachen ein, die einfach unverantwortlich sind. Die Marktlage ist aber so, dass gerade im Moment so viel verdient wird, dass man diese Schäden, die dadurch entstehen, auch immer kompensieren kann. Von daher entsteht auch gar kein Bewusstsein, wie die Zusammenhänge sind. Und dann fallen die kompensierenden Mechanismen weg. Umsatz bricht um 30% ein. Und dann hat man jede Menge Probleme, von denen aber sehr viele über lange Jahre hausgemacht sind, für die man aber noch nicht mal ein Wahrnehmungsraster hat. Und da haben wir natürlich eine Aufgabe, uns ein Bild als Professionelle, uns auch ein Bild von solchen Zusammenhängen machen zu können und auf diese Weise auch Fragen zu stellen, die den Beteiligten noch nicht oder nicht mehr gegenwärtig sind, die aber nötig sind, um ein der Komplexität angemessenes Verantwortungssystem eintreten zu können. Das kann selten einer allein, aber trotzdem sollte ein Berater im Organisationsbereich irgendwie Vorstellung davon haben, was gehen kann und was nicht gehen kann. So wie ein Berater im persönlichen Bereich im Laufe der Zeit irgendwelche Vorstellungen entwickeln soll, was Varianten gelungenen Lebens sein können und was nicht. Also da gehört auch ein Stück Lebenserfahrung dazu. Wobei ich nicht sage, dass nur ältere Berater gute Berater sein können. Junge Berater können sehr gute Berater sein, die können diese Erfahrung nicht haben. So wie ein Psycho, der im Organisationsbereich geht, diese Erfahrung nicht haben kann. Das ist kein Makel, aber er muss wissen, was er nicht weiß. Und deswegen in dem Rahmen, in dem er kompetent ist, lernen gut zu arbeiten und sich selbst und den anderen klarzumachen, was geht und was nicht geht. Das habe ich gerade gemacht. Das wäre so eine Art aufsteigender Rückkehr vom verschobenen Unbehagen zur Inverantwortungnahme. Achso, jetzt merke ich gerade, dass sie vorher das nicht ganz gesagt hat. Die Sache mit dem Verantwortungsdialog, das kann keiner allein. Ihr denkt jetzt wieder an dieses Schiffssystem. Da hat keiner die Weisheit gefressen und muss den anderen erziehen. Obwohl es durchaus auch Situationen gibt, wo man sagt, okay, jetzt nehmen wir mal das eine System und der andere sollte zumindest mal lernen, wie dieses funktioniert, dass er ein Funktionierendes kennt. Ich würde nicht gerne mit jedem über seine Vorstellung, wie er das ganz anders haben wollte, diskutieren. Das geht oft einfach auch aus ökonomischen Gründen nicht in den Zusammenhängen. Aber es darf nicht hinübergleiten zu der Vorstellung, mein System ist das Richtige und du musst das lernen. Der Weg vom Unbehagen zur Inverantwortungnahme, zunächst ein Unbehagen anerkennen. Und das ist ja oft schwierig, wenn ich denke, ich fühle mich schlecht als Berater, denke ich, es liegt daran, dass ich wirklich nicht okay Mensch bin als Berater oder vielleicht überhaupt, hat bloß noch keiner gemerkt. Und besser, ich zeige das niemandem, sondern versuche halt irgendwie mit umzugehen, dann bin ich in der Falle. Weil manches Unbehagen kann ja wirklich gar nicht meines sein, aber wenn ich nicht damit umgehe, lerne ich ja nie, wo es hingehört. Und erst erkenne ich an, dass überhaupt eins da ist, dann verorte ich das,
habe ich vorher schon mal gesagt, wo gehört das hin, wann tritt das auf, mit welchen Bühnen hat es zu, wann wird es weniger, wann wird es stärker, wann haben andere ähnliches Unbehagen, wann ist es ganz allein bei mir. Also ganz viele differenzialdiagnostische Fragen, die wir vom Systemischen her kennen, um dieses Phänomen auszuleuchten. Und dann die Versuch, wenn ich dann eine Szenerie finde, die mir so ein bisschen Sinn macht, zu fragen, wer hätte auf welche Fragen welche Antworten geben müssen, damit es nicht zu diesem Problem gekommen wäre. Das heißt, ich fange von dem Unbehagen, das Unbehagen zurück zu übersetzen in Verantworten, was bei mir heißt, Antwort geben auf relevante Fragen. Und dann gucke ich, welche Vorstellung habe ich überhaupt, welche Vorstellung dazu, welche Vorstellung habe ich davon, und dann muss ich, welche anderen müssen diese Vorstellung teilen, weil wir nur zusammen ein Verantwortungssystem etablieren können. Ich kann da niemanden konfrontieren mit meiner Vorstellung von seiner Verantwortung, wenn der dazu überhaupt keine Landkarte hat oder kein Wichtigkeitserleben oder eine ganz andere Landkarte. Und dann muss Gemeinschaftswirklichkeit durch Dialog geschaffen werden, und erinnert euch an diese Wertungsstufen, da muss das dann erst aufgebaut werden. Und erst wenn man einen gemeinsamen Bezugsrahmen geschaffen hat, hat man eine Voraussetzung für eine Konfrontation. Solange man da noch nicht gut drauf ist oder noch nicht sehr weit kommt, ist auf jeden Fall wichtig, und das kann man in der Beratung und der Therapie immer als Soforthilfemaßnahmen machen, angenommen es ändert sich in absehbarer Zeit nicht, wie kannst du dich und andere vor weiterem Schaden bewahren? Bis hin zu sich mit dem Betriebsrat besprechen, damit jemand da ist, der am Ende bezeugen kann, dass hier ein völlig unangemessener Auftrag da war. Und dann kann man, und das hat was einerseits mit Schulung zu tun, dass man Kompetenz entwickelt, zum anderen aber durchaus in der Organisation auch mit einem gewissen strategischen Plan. Wie kommt man vom Unbehagen zur Verantwortlichkeit? Wie kann ich, normalerweise sagt man ja so, es haben ja die, die in Verantwortung gehen müssten, sehr häufig nicht das Unbehagen. Das ist also auch kein, also auf Einsicht allein bauen ist bei den meisten Menschen relativ aussichtslos. Das heißt, man muss eine Form finden, das Unbehagen auf sie rückzuübertragen, dass sie dann eine Voraussetzung dafür haben, Verantwortung zu übernehmen. Weil sonst ist es einfach viel billiger, Verantwortung nicht zu übernehmen. Und das versuchen ja politische Gruppen, die demonstrieren, die wollen ja der Regierung ein Unbehagen bereiten, das sie haben, damit die Regierung irgendwann überlegt, ob es nicht einfacher wäre, vernünftigere Gesetze zu machen, als dauernd diesen Ärger im Land zu haben. Das ist ein Versuch, über politische Prozesse Unbehagen dorthin zu übertragen, wo nach dem Verständnis derer, die das drauf gucken, auch die Verantwortung möglich ist. Also ganz wichtig, darf man sich nicht von scheuen, wenn man brav bürgerlich erzogen ist und meint, dass Appelle an die Humanität und das richtige Benehmen hinreichend sind, um ausbeuterische Systeme zu konfrontieren. No way. Also da muss man sich nicht so gut sein, auch notfalls entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, dass die das Problem haben, die es auch lösen können. Und manchmal, da kommen wir wieder in schwierige ethische Bereiche, ist natürlich die Frage, wir können nicht völlig sachgerecht die konfrontieren, weil das oft viel zu kompliziert ist. Das heißt, sie müssen dann manchmal in Schwitzkasten genommen werden, an einer ganz anderen Ecke. Das kann man natürlich auch als Nötigung ansehen. Dann wieder die Frage, gibt es eine gerechtfertigte Nötigung? Ja, ihr merkt, ich bin damit bereits sozusagen bei meinem Entwurf gelandet, das auf eine allgemeine Ebene zu heben, nämlich das Thema der Verantwortungskultur. Und da ist mir auch einfach eingefallen, dass erstens in einem bejahten und geteilten Verantwortungssystem zu leben, ist auch eine Frage der Würde. Man guckt einfach anders in den Spiegel. Und das kann man mit keiner Kreuzfahrt und keinem Schnellbootrennen auf Dauer kompensieren, wenn man ein einigermaßen ethisch sozialisierter Mensch ist.
Von daher ist mit Verantwortung, gesellschaftlicher Verantwortung umzugehen, eine Frage des Glücks und des gelingenden Lebens, aus meiner Sicht. Ich weiß, dass das nicht alle teilen. Und von daher ist Verantwortungsdialog eigentlich immer eine Art, wie man auf jede Art von Kommunikationsbeziehung gucken kann. Weil wir verhandeln immer auch, wie wir die Wirklichkeit verstehen, wer was wie machen muss, damit Glück möglich ist, das Leben gelingt, das Organisation gelingt, das Gesellschaft gelingt. Also von daher wichtig, nicht die Isolation von Perspektiven. Ich sage es immer am Beispiel von der Medizin. Man sagt, ah ja, Psychosomatik ist wichtig. Wir haben jetzt ein Fräulein eingestellt, das auf Zimmer 411 für Psychosomatik zuständig ist. Wenn wir einen psychosomatischen Fall haben, schicken wir den dahin. So kann man auch mit Verantwortung umgehen, so wird das ja oft gemacht. Ja, das ist ein wichtiges Thema, das macht die Kommunikationsabteilung mit. Ja. Das geht natürlich nicht, sondern es geht darum, dass die gesamte Kultur sich auch verantwortet vor der Frage Psychosomatik. Und man kann das nicht als Spezialgebiet auslagern. Ja, und von daher rührt es natürlich auch an die Frage unseres gesellschaftlichen Selbstverständnisses. Welche Erwartungen von Rente haben wir? Von Vollkasko-Mentalität ist heute die Rede. Von unverantwortlichen Umgang mit Risiken zur Privatisierung von Ressourcen und zur Sozialisierung von Schäden und. Das brauche ich nicht weiter auszuführen. Aber natürlich hat das Glück im Kleinsten irgendwo seine Beziehung zu dem gesellschaftlichen Glück im Großen. Ja, und damit wären wir im Anschluss an die Systeme, die ich im Herbst dann nochmal ein bisschen ausführlicher dargelegt habe. Ich zeige jetzt nur die Charts. Das sind so ein paar pragmatische Hilfestellungen. Wenn es um Verantwortung geht, das hat vier Dimensionen. Ich muss verantworten wollen, das ist ja schon mal prima, das ist eine Frage der ethischen Orientierung. Aber ich muss auch verantworten können, das ist eine Frage des Kompetenzerwerbs. Und ich muss verantworten dürfen, das ist eine Frage der Macht, der Zustattung, der Zuständigkeit, der Ausstattung. Es gibt auch so Ausstattungsfragen, die man vielleicht, wo man sich fragen kann, tut man das eher im Können oder im Dürfen ansiedeln. Also wenn es zum Beispiel ein Umweltministerium eingerichtet wird, ohne Budget. Und immer wenn es ein Umweltproblem gibt, wir haben ja ein Umweltministerium. Wir finden auch, dass schlecht ist, dass die nichts tun. Ja, die müssen natürlich klären, könnten sie, und das andere ist, haben sie auch einfach die angemessenen Mittel und haben sie die Autorisierung von denen, die Zugriff zu Mitteln haben. Und da dürfen sich Agierende nicht vor Machtfragen scheuen, was ja im Feld der sozial angehauchten Berater gern der Fall ist, dass sie eher ein rebellisches, antiautoritäres Verhältnis zu Macht haben. Selbstverständlich müssen da Fragen von Autorisierung und Macht mitgeklärt sein, sonst kann man auf den Ebenen oft nichts erreichen. Ja, und was natürlich schön wäre, ist, dass man verantworten müssen muss. Das heißt, dass einem das selbst auf die Füße fällt, wenn man es nicht tut. Taghafte Ansätze. Ich habe ja vor vielen Jahren schon geschrieben, man hat ja noch nichts davon gehört, dass Managereinkommen nach dem nachhaltigen Vitalitätsentwicklung von Unternehmen sich richten. Man versucht ja dadurch jetzt ein bisschen in die Richtung zu gehen, indem man so die Einlösung von diesen extra Bezugsrechten auf 4 Jahre verteilt und abhängig davon macht, wie sich das Unternehmen auch nach dem schnellen Abgang eines Glücksritters dann entwickelt, bis hin in die Pensionen. Und das halte ich für absolut notwendig. Ich finde es nicht in Ordnung, wenn da gesagt wird, okay, Schwamm drüber, das ist Geschichte. Wenn man damit rechnen kann, dass das immer so beigelegt wird, wird das ein zahnloser Tiger bleiben. Ich als Freiberufler, mich erwischt es ja auch, und als Privatunternehmer, wenn ich heute schlecht wirtschafte, wird das dann meinen Kindern
auch einfach fehlen. Das sagt auch keiner, naja, es war nicht so gemeint und wir kompensieren dir das schon und so. Na, das finde ich, das gehört zur Würde dazu, dass man den Zusammenhang auch verantworten muss. Und da ist noch eine kleine Einteilung, Verantwortung für und in Verantwortung Bezug auf. Unternehmen sind ja komplexe Verantwortungspuzzles. Und natürlich ist wichtig, dass jeder mal das, wofür er eingestellt ist, was er tun muss, verantworten kann. Aber ein größerer Prozentsatz muss immer damit verbunden sein, das reicht nicht, sondern du bist auch dafür verantwortlich, mit anderen abzuklären, dass das Gesamtverantwortungssystem stimmt. Und das habe ich Verantwortung in Bezug auf genannt. Sonst kann der Steward auf der Titanic sagen, ich habe alles richtig gemacht. Der Eisberg lag nicht in meinem Zuständigkeitsbereich. Ich habe ihn allerdings gesehen. So, dann ist jetzt Mittagspause und wir sind just in time, gut drauf mit unserem Programm. Wir werden heute Nachmittag dann in die Bereiche die wirklichkeitskonstruktive Perspektive und Intuition gehen. 2 Stunden, 2:30 geht's hier weiter. Gleich ganz anders an. Eine Ruhe und eine Stille. Schön. Ich wollte es immer hören. Aber es verträgt nicht jeder, wenn es ruhig ist. Das muss man aushalten können. Jetzt fehlt einem nichts mehr, ha? Da war doch was. Was war denn das? Da war doch gerade vorher noch so ein, weiß ich nicht. Da war doch vorher noch so ein ganz lauter, ein Krach. Wo ist er jetzt? Ich will auf der Stelle, wenn ich wissen, wo der Krach ist. Ich will wissen, wo der Krach ist. Ich will auf der Stelle, will ich wissen, wo der Krach ist. Da ist er wieder. Als ich kann machen, was ich will. Überall, wo ich nahe komme, immer so ein Krach. Aber das sage ich euch. Jetzt ist einmal für eine Weile Pause. Also Pause machen wir jetzt natürlich nicht, sondern insofern hat die Reihenfolge da nicht ganz gepasst, aber die Darstellung passt auf jeden Fall zu dem nächsten, was wir machen, nämlich Wirklichkeitskonstruktion. Eine Ruhe und eine Stille. Schön. Wollen Sie mal hören? Ja, wir machen... Ich habe mich für die Reihenfolge entschieden, dass wir jetzt erst den weiteren Bereich der Transaktionsanalyse machen, nämlich Konzepte der Transaktionsanalyse und deren Gegenstände betrachten aus der wirklichkeitskonstruktiven Perspektive. Das heißt, dieselben Dinge, die wir jetzt schon öfter mal besprochen haben, werden wieder beleuchtet, aber jetzt unter
dem Gesichtspunkt der wirklichkeitskonstruktiven Perspektive. Und das heißt, oh Moment, da habe ich irgendwo eine Definition? Nee. Unter der Perspektive, inwiefern das Geschehen Ausdruck von Wirklichkeitsbildern ist, beziehungsweise zur Entstehung, Aufrechterhaltung und Veränderung von Wirklichkeitsbildern beiträgt. Ja, vorher hatten wir die Frage Perspektive der Person. Inwiefern ist das, was da geschieht, Ausdruck von Person, Persönlichkeit und entsprechender Entwicklung und trägt wieder zu Persönlichkeit und Entwicklung bei, dann wird das Ganze eingeordnet in den Kontext persönlicher Lebensentwicklung. Dasselbe Geschehen kann man dann von der anderen Seite befragen. Inwiefern ist es Ausdruck von Beziehungsmöglichkeiten und trägt zur Beziehung bei, Ausdruck von Begegnung, für Begegnung, für die Kultur von Begegnung. Und jetzt sind wir bei dieser dritten Perspektive, wie das ein und dasselbe unterm Gesichtspunkt betrachtet werden kann, wie sich darin Weltbilder spiegeln und wie dadurch Weltbilder geschaffen werden. Immer kombiniert mit der Idee, dass sich Weltbilder, ich habe das am Beispiel der Schule ja schon mal gesagt, dann auch materialisieren, beziehungsweise die Materialisierung von Weltbildern wieder Situationen schafft, die diese als, dass man sich auf die als Tatsachen beruft, und von daher denkt, dass das eine Selbstverständlichkeit hat, so ist es halt, was in einem bestimmten Betrachtungsrahmen richtig ist, aber vernebelt, dass es so ist, etwas damit zu tun hat, dass Menschen die Vorstellung haben, dass das wäre richtig und etwas getan haben, dass es so geworden ist, was wiederum heißt, dass wir es ändern können. Der Mensch ist des Menschen Schicksal, im Guten wie im Schlechten. Möchte übrigens auch nochmal, ich habe vorher schon mal gesagt, es kommen natürlich Dinge immer wieder, weil wenn ich sie ein bisschen von der Seite beleuchte, sieht man natürlich, dass dasselbe vorher auch schon mal anders beleuchtet wurde. Das hat mit der Darstellung hier zu tun. Das andere ist, dass natürlich für viele wichtigen Phänomene in der Transaktionsanalyse aus den einzelnen Schulen Doppel- und Dreifachbeschreibungen entstanden sind. Also man kann das eine und dieselbe Situation unter dem Gesichtspunkt Spiele und Skript beschreiben, kann dasselbe aber unter dem Gesichtspunkt symbiotisches Verhalten und Verantwortungsvermeidung beschreiben. Und da haben in diesen Kernbereichen, und das hat natürlich sehr viel mit problematischer Beziehungsgestaltung zu tun, haben natürlich die verschiedenen Schulen dann die zum sich ergänzende oder zum Teil auch einfach zusätzliche Beschreibungssysteme für ein und dasselbe entwickelt, sodass wir oft einfach eine Doppelbeschreibung haben. Ich versuche das manchmal dadurch zu markieren, dass ich sage, in Begriffen von Spielen würde man das so beschreiben. Das gleiche Phänomen hält sich aber ganz ähnlich auf, wenn man es in Begriffen von symbiotischem Verhalten beschreibt. Spielkonfrontation, Auflösung, symbiotischem Verhalten und Ähnlichem. Ich habe dann, das war dann mal versucht, Transaktionsanalyse, das war es vor 19 Jahren dann in einem Aufsatz zu beschreiben. Ich habe immer gesagt, wir müssen die Identität, was Transaktionsanalyse ist, davon lösen, dass wir Kringeln und Pfeile an Wandtafeln malen. Also nicht die Inhaltskonzepte sollten unsere Identität als Transaktionsanalytiker sein, sondern etwas Übergeordnetes. Das Set und Sammelsurium von Ideen und Arbeitsfiguren, die sich dann auf den jeweiligen Arbeitsfeldern in ganz unterschiedlicher Weise konkretisieren können. Und dann habe ich deswegen aus der wirklichkeitskonstruktiven Perspektive, die damals natürlich mein neues Feld war, versucht zu beschreiben. Das kam nicht besonders gut an, aber ich wiederhole es trotzdem unverdrossen. Transaktionen sind Handlungen, die Realitäten durch Kommunikation mitgestalten. Mitgestalten deswegen, dass man auch nicht übertreibt, was man denkt, dass man durch Kommunikation gestalten kann. Ich habe öfter ja mal auf diese Grenzen hingewiesen. Transaktionen implizieren Annahmen über Wirklichkeit und laden zu entsprechenden Wirklichkeiten ein.
Also das ist aus der wirklichkeitskonstruktiven Perspektive ein bisschen das Auffächern einer Grundidee, die bei Byrne ja durchaus schon vorhanden war, mit Stimulus und Response und Bezugsrahmen. Transaktionsanalyse meint einen professionellen Umgang mit der Gestaltung von Wirklichkeit durch Kommunikation. Die gefällt mir. Die Ergänzung gehört vielleicht nicht unbedingt in die Definition. Das ist das Rekursive an der Sache. Ihre Perspektiven sind selbst Gegenstand der Reflexion von Transaktionsanalytikern. Hat damit zu tun gehabt, dass ich viele Kollegen sehr schwer dazu gebracht habe, dass sie auf den Umgang mit ihren Konzepten selbst drauf gucken. Ja, die haben immer in den Konzepten gedacht, nicht über die Konzepte. Und ich wollte sozusagen in die Transaktionsanalyse hinein definieren, dass wir die Konzepte nicht reifizieren, sondern dass wir dazu einen Metastandpunkt aufrechterhalten und dass wir immer überlegen, welche Konzepte wann, warum, wieso, mit welcher Begrenzung, um auf diese Weise per Definition einen gewissen intelligenteren Anspruch zu formulieren. Ja, jetzt beziehe ich mich jetzt nochmal so ein bisschen auf ein paar Dinge, die in Systemikerkreisen natürlich heute selbstverständlich geworden sind. Wirklichkeit ist immer die Wirklichkeit eines Beobachters, also eine Beziehung. Und ich habe schon aufgezeigt, wie bei den ersten Grunddefinitionen von Transaktionen von Byrne, dass hier eigentlich drin steckte, weil die Wirklichkeit, die durch Stimulus und Response entsteht, also die Lebensbestrebungen, die Interessen und die Wirklichkeitsvorstellung der beteiligten Systeme kreieren zusammen Wirklichkeit. Und dann ist natürlich klar, dass das mit Wahrheit und mit Objektivität nichts zu tun hat, sondern dass das ein soziales Konstrukt ist. Das ist heute ja selbst in den modernen Naturwissenschaften nicht mehr umstritten. Quantensystemisch betrachtet ist völlig klar, dass es unmöglich ist, Phänomene und Beobachtungen voneinander zu trennen und dass von daher die Wirklichkeit immer die Begegnung eines Beobachters mit Phänomenen ist und es gar keine andere Möglichkeit gibt, Wirklichkeit zu beschreiben. Wirklichkeit ist also ein aktiv gestalterischer Vorgang, und zwar eine innere und äußere Inszenierung anlässlich objektiver Gegebenheiten. Soll auch so ein bisschen einen Keil treiben zwischen Verantwortung und Sachzwänge. Und die Behauptung, es ist ein gestalterischer Vorgang, also wir erleiden es nicht wie das Wetter. Wobei natürlich richtig ist, dass wir nicht immer alle willkürlichen Gestaltungsmöglichkeiten haben. Insofern bleibt dann schon auch ein Erleiden. Das finde ich auch gehört zum Menschsein. Aber ich würde sagen, jetzt gucken wir erstmal, was wir hinkriegen und den Rest erleiden wir dann. An der Schiffsschule hat man das ja gemerkt, aber in vielen anderen Perspektiven von Transaktionsanalytikern zeigt sich das natürlich auch, dass das nicht neu ist. Ne? Alle wissen irgendwie, dass Wirklichkeit etwas mit den handelnden Personen und Inszenierung zu tun haben. Was allerdings neu ist, wenn daraus nicht einfach ein implizites Wissen gemacht wird, sondern das programmatisch. Also als die Identität von TA definierend herausgehoben wird. Und das ist mein Versuch. Nicht zu sagen, ich weiß was, was andere nicht wissen, sondern zu sagen, lass uns daraus ein Programm machen. Und das hat auch eine Reihe von Folgewirkungen, dass wir nämlich dann Konzepte entwickeln und Vorgehensweisen entwickeln, die aus dieser Perspektive Dinge aufdröseln und bearbeiten. Und wenn das jeder implizit macht und dabei mit psychologischen Inhaltskonzepten arbeitet, entsteht kein Anreiz, daraus einen Stand der Kunst aus der wirklichkeitskonstruktiven Perspektive zu machen. Die Frage stellt sich also immer,
aus welchen Wirklichkeitsvorstellungen heraus erleben und handeln.